4. Mai 2011. Das Solarkraftwerk Frankenförde im Landkreis Teltow-Fleming wird offiziell eingeweiht. Eingeladen hat die Vogt Solar GmbH, die Sunspar 2 GmbH und die Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthe-Uhrstrumtal, Monika Nestler. Auf der 6,5 Hektar großen Fläche eines brachliegenden Industriegebietes realisierte die Vogt Solar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Die Sonne bringt es an den Tag und schickt keine Rechnung. So kann man den neuen Weg der alternativen Energien bezeichnen. Mit der hier errichteten Anlage begehen wir einen weiteren neuen Weg der Energieerzeugung, indem wir die natürlichen Ressourcen der Sonne nutzen. Verbinden wir die Gewinnung von Energie mit dem Schutz unserer Umwelt. Trotz des frühen Wintereinbruchs im vergangenen Jahr konnte das Solarkraftwerk Frankenförde binnen zweimonatiger Bauzeit fertiggestellt werden. Am 28. Dezember 2010 wurde die Anlage in Betrieb genommen. Mit einer Gesamtleistung von rund 2,8 Megawatt P kann die Anlage den jährlichen Strombedarf von ca. 700 Haushalten decken und spart dabei 1.300 Tonnen CO2 ein. Was ist die Wirkung von dieser Technologie? Und wir haben hier 12.096 Modulen von meiner alten Firma Q-Cells gebaut. Was sehr, sehr wichtig für uns war, das ist nicht nur eine wichtige Investition von der Nachhaltigkeit, das ist auch eine Investition hier in der Land, wo diese Photovoltaikindustrie groß geworden ist, die wir mit großen Stolz gemacht haben, mit lokalen Komponenten, lokalen Partnern, lokalen Lieferanten, lokaler Finanzierung. Einfach, das ist eine Anlage made in Germany. Es wurden ausschließlich deutsche Qualitätsprodukte verwendet und mit der Ausführung wurden regionale Firmen betraut. Besonderer Wert wurde auf die Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlage gelegt. Wir werden in unserer Generation hier schon merken, wie das Klima sich verändert. Ihr werdet die Konsequenzen davon ausbaden. Und bitte einfach interessiert euch für diese Thematik. Da gibt es große, große Zukunftspotenziale für euch. Aber es ist absolut notwendig, dass wir als Gesellschaft und dass ihr als die nächste Generation diese Energiewende wirklich nachvollzieht. Meine Damen, meine Herren, vielen, vielen Dank. So, wir haben Strom und vielen Dank an alle. Herr Müllner, ich möchte doch noch mal auch an dieser Stelle unseren Dank seitens der Gemeinde aussprechen, dass Sie den Mut hatten, mit all den Schwierigkeiten trotzdem zu investieren. Schönen Dank, dass es erfolgreich war, sehen wir. Und ich denke auch, was die Erweiterung, die wir alle im Kopf haben, betrifft, dass wir das genauso schnell hinkriegen, auch wenn man manche komplizierte Behördengänge noch regeln muss. Brandenburg hat viele, viele Möglichkeiten. Wir haben viel Energie, Strom aus der Sonne, die wir hier ernten können, Wind und so weiter. Was die Welt braucht, ist neue Formen von Energie. Wir sehen, was los ist mit der Klimaveränderung. Wir sehen, was los ist mit der Nuklearalternative. Das muss man alles anders gestalten. Wir brauchen diese Energiewende. Und diese Energiewende muss jetzt einleitend gestaltet werden. Die Gemeinde Nuthe-Uhrstrumtal setzt damit ein klares Zeichen für erneuerbare Energien.